Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, für mich ist das fast wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, dass wir heute als Linke einem Antrag zustimmen können, der genau das Thema berührt, das mich vor meiner Zeit im Bundestag leidenschaftlich beschäftigt hat. Ich war nämlich Verlegerin in meinem vorhergehenden Beruf und habe unter anderem die Ehre gehabt, Werke von Franz Josef Degenhardt, jüdische Literatur von Irene Runge und das letzte sehr persönliche kleine Buch von Hermann Kant zu veröffentlichen. Und da war es natürlich naheliegend, dass ich als Kulturpolitikerin für meine Fraktion das erste Fachgespräch am 18. Juni, zu dem ich eingeladen habe, genau für Verlegerinnen und Verleger organisiert habe, nämlich für die von unabhängigen Verlagen. Wie besorgt die Branche ist, das zeigte sich an der Beteiligung. Mehr als 60 Akteure sind meiner Einladung gefolgt. Und es kamen auch, und dafür bedanke ich mich, zwei Vertreter aus dem BKM und haben fleißig mitgeschrieben. Kurz davor, im Mai, hatte die von der Bundesregierung damit beauftragte Monopolkommission ihr Sondergutachten veröffentlicht, ihre Empfehlung, die Buchpreisbindung kann, nein, sogar sie soll weg. Die wesentliche Begründung: die Buchpreisbindung stellt einen schwerwiegenden Markteingriff dar. Und ich dachte damals, verdammt, jetzt geht es meinen Kolleginnen und Kollegen endgültig an den Kragen. Denn die Branche kämpft schon lange mit den Veränderungen und zunehmend mit den Veränderungen der letzten Jahre. Viele Buchhandlungen mussten aufgeben, der Platz in Feuilletons schrumpft, die Digitalisierung sorgt für Rechtsunsicherheit. Die Branche hat es schwer. Und natürlich ist hier das VG-Wort-Urteil zu nennen, das aus der Sicht der schreibenden Zunft zwar unbedingt zu begrüßen ist, aber die verlegende Kunstzunft hat es hart getroffen. Nicht wenige unabhängige Verlage warfen das Handtuch. Andere schafften es nur mit sehr viel Mühe und mit einem ohnehin vorhandenen Übermaß an Selbstausbeutung, diesen Schlag zu überleben. Immerhin führte das Urteil dazu, dass im BKM sehr ernsthaft über eine Förderung für Verlage nachgedacht wird. Der angekündigte Verlagspreis, er soll im nächsten Jahr zum ersten Mal vergeben werden, ist ein guter Schritt, aber er kann nur ein Anfang sein. Britta Jürgs, die Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung und auch Verlegerin, erklärte in dem besagten Fachgespräch: wir brauchen eine regelmäßige, eine dauerhafte und eine nachhaltige Förderung, um die Kultur der kleinen Verlage zu erhalten. Ich kann mich ihr da nur anschließen. Allerdings teile ich nicht ihre Auffassung, dass es sich um kleine Verlage handelt. Es sind unabhängige, große Verlage. Gregor Gysi ist ja auch nicht klein, sondern kurz. Wir befassen uns... Ich kann Ihnen das erklären. Gregor Gysi ist ein großer Mann, der ein wenig kurz geraten ist. Unabhängige Verlage sind nicht klein, sondern groß, weil sie Großartiges leisten. Jetzt verstanden? Super. Ist ja auch Freitag, bisschen spät, ich verstehe das. Wir haben uns natürlich auch im Kulturausschuss mit dem Gutachten befasst und ich habe mit großer Erleichterung feststellen können, dass man da meine Einschätzung teilt, nämlich die, dass die Abschaffung der Buchpreisbindung nicht nur falsch wäre, sondern ein die Branche ernsthaft gefährdender Akt. Denn wer wie die Monopolkommission nur in der Marktlogik denkt und deshalb von einem schwerwiegenden Markteingriff spricht, der denkt nicht nur zu eng, sondern vor allem viel zu kurz. Denn die Buchpreisbindung ist es doch, die Marktvielfalt, und auf die kommt es hier ganz besonders an, überhaupt ermöglicht. Durch die Buchpreisbindung liegt die Verhandlungsmacht bei den Verlagen, nicht bei den Grossisten. Und nur so können es sich unabhängige Verlage überhaupt leisten, sich gerade den Titeln zu widmen, die wir so sehr brauchen. Ich bin sicher, darunter gibt es auch solche, die den Horizont der Verfasserinnen und Verfasser des Gutachtens deutlich erweitern können. In Deutschland existieren etwa 3000 Verlage. Nur 20% davon vereinigen heute bereits 70% des Marktes auf sich. Unter den 80% der Verlage, die also 30% des Marktes mit Leben füllen, agieren genau die, die die Vielfalt gewährleisten. Mit der Einführung der Buchpreisbindung für E-Books setzte die Bundesregierung ein wichtiges Zeichen, so Heinrich Riedmüller, Vorsteher des Börsenvereins.
Einig mit dem Börsenverein sind auch die großen Verbände der schreibenden Zunft, also der PEN und der VS, nicht zu verwechseln mit dem Verfassungsschutz, nein, der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Die Buchpreisbindung muss erhalten bleiben. Es sind aber nicht nur die Verlage, die von der Buchpreisbindung profitieren. Es sind auch und gerade der unabhängige Buchhandel, der mindestens genauso schwer zu kämpfen hat. Auch hier wird mit einem hohen Maß von Idealismus gearbeitet und ums Überleben gekämpft. Aus Idealismus, aber auch aus einem Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft, gerade in diesen Zeiten der Fake News, in denen Aufklärung so sehr Not tut, in denen man Vielfalt so sehr begrüßen muss. Wer also profitiert? Die Monopolkommission, der sagt, Markt ist es nicht, finde ich gut. Es sind die Bücher. Es sind die, die Bücher schreiben. Es sind die, die lektorieren, übersetzen, die Bücher in Form bringen, die, die die Bücher verlegen und die, die sie vertreiben. Und natürlich ganz, ganz besonders die, die die Bücher dann lesen, daraus lernen, sich unterhalten lassen, ihren Horizont erweitern oder einfach glücklich in fremde Welten tauchen. Es ist aber nicht nur so, dass die Buchpreisbindung hier in Deutschland erhalten werden muss. Lassen Sie uns gemeinsam mit Verbänden und Organisationen der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der Verlage und des Buchhandels versuchen, mit allen Akteuren der Branche eine europäische Bewegung für die Buchpreisbindung zu initiieren. Denn die negativen Folgen, die hier zu erwarten wären, sind andernorts schon Realität. Außer einer solchen europäischen Initiative braucht es aber vor allem die Gewissheit, dass zukünftige internationale Verträge die Regelung nicht verwässern oder gar schleifen werden. Deshalb sage ich auch hier und heute, Kultur gehört als Staatsziel ins Grundgesetz. In diesem Sinne, frohes Fest und guten Rutsch oder wie man bei uns in Franken sagt, einen guten Beschluss. Das Wort hat der Kollege Erhard Brundel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.